Schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 20. Juni. Die Bullen wollen und die Bullen können. Das ist das Fazit zum Wochenstart. Allerdings nach Tag 1, oder das war Tag 1, nach dem großen Verfalltermin. Da kommt es oft noch zu sogenannten Nachwehen. Da muss so mancher noch die eine oder andere Aktie eindecken. Das kann den DAX getrieben haben. So richtig Tacheles wird dementsprechend erst heute geredet. Aber das, was der DAX gezeigt hat, wirkte schon mal gar nicht übel. Und auf jeden Fall angetan, um, wenn es heute nicht zu einem Turnaround Tuesday kommen sollte, die Chance zu wahren, auch bis zum Quartalsende, sprich Ende nächster Woche, tendenziell weiter nach oben zu laufen. Diese große Kurslücke, die wir hier sehen, wirkt, als hätte man auf die Wahl in Frankreich mit Jubel und großer Überraschung reagiert. Aber erstens war das Wahlergebnis keine Überraschung, sondern eher etwas schwächer als erwartet. Und zweitens basierte diese Lücke darauf, dass man zwar in der vorbörslichen Indikation eigentlich kaum Bewegung sah, dann aber in dieser einen Stunde, in der DAX Future zwischen 8 und 9 Uhr vor dem regulären Xetra-Handel läuft, diesen Kursanstieg generiert hat, sodass er hier bei der Abbildung des DAX an sich, des Xetra-DAX, als Kurslücke auftaucht. Im DAX Future wäre die Lücke nicht da, also von einer Jubelrallye und einer großen Überraschung kann man nicht sprechen, aber von konsequenten Käufen. Es ist auch sinnvoll und erforderlich, seitens des bullischen Lagers jetzt Nägel mit Köpfen zu machen und diese Handelsspanne nach oben zu durchbrechen. Denn wir sehen hier den Verlauf des DAX auf 15-Minuten-Basis seit Anfang des Monats. Das sieht herzlich fransig aus. Ein Zickzack-Kurs mit Ausschlägen mal über dem vorherigen Hoch, mal etwas darunter, aber ohne echte Tendenz. Sollte es also gelingen, sich nach oben abzusetzen, wäre das durchaus hilfreich, zumal ja charttechnische Widerstandsmarken so nicht mehr existieren. Da wäre also freies Trading angesagt und der Anstieg des DAX um gut 1% am Montag hat dazu beigetragen, die Chance dafür deutlich zu erhöhen. Die Stochastik ist noch kurz davor, ein Kaufsignal zu generieren und das auch noch in der neutralen Zone, aber wichtig ist schon mal, dass sie eben nicht in der überkauften Zone steht, während der DAX sich in Richtung eines Allzeithochs begibt. 12.921, das war das bisherige Verlaufshoch, an dem man am vergangenen Mittwoch recht humorlos wieder abgewiesen wurde. Jetzt ist der DAX aber schon wieder dran. Im Prinzip doch ein gutes Zeichen, zumal ja der Kreuzwiderstand aus dem alten Verlaufsrekord vom Mai bei 842 überwunden wurde, nebst der oberen Begrenzung des Februar-Aufwärtstrendkanals. Damit bleibt jetzt nur noch dieses Verlaufshoch, 12.921, in einem Abstand, der sich sehr in Grenzen hält. Hier bereits eine kleine Position auf der Long-Seite einzugehen, wäre durchaus eine Überlegung wert. Allerdings sollte sie klein sein, denn erst wenn der DAX sich tatsächlich weiter nach oben absetzt und damit diesen Ausbruch heute oder in den kommenden Tagen bestätigt, ohne dramatisch wieder zurückzurutschen, dann könnte man einen engeren Stop-Kurs wählen. Im Augenblick müsste man ihm noch zubilligen, dass er diese Kurslücke auch mit einem Rücksetzer in Richtung 12,87 noch einmal schließen würde und gegebenenfalls sogar die 20-Tage-Linie testet. Deswegen wäre ein Stop-Kurs auf der Long-Seite im Moment bei 12.600 angemessen und damit ein ziemliches Stück vom aktuellen Kurs entfernt. Kleiner Kapitaleinsatz wäre also erforderlich. Eine Möglichkeit zuzukaufen wäre natürlich dann gegeben, wenn es tatsächlich zu einem Schließen dieser Kurslücke kommt oder aber zu einem überzeugenden, aber noch nicht allzu weiten Ausbruch nach oben. Das werden wir im Verlauf des Tages sehen. Immerhin, der Dienstag hat ja nicht zu Unrecht den Ruf, statistisch gesehen zumindest, zu den volatilsten Tagen zu gehören und hat auch den Spitznamen Turnaround Tuesday. Auch das ein Grund, eher noch mit kleinem Geld zu agieren, wenn man hier auf der Long-Seite aktiv werden wollte, denn letzten Endes kann es jederzeit auch zu einem Kippen der Kurse kommen. Immerhin kann es jederzeit auch zu höchst unerfreulichen Nachrichten aus den USA kommen. Dass da das Polittheater in Washington jetzt schon in die Sommerpause geht, ist unwahrscheinlich und so betrachtet muss man eben auf der Long-Seite jederzeit auf der Hut sein. Soweit der Überblick. Das war also ein ganz positiver Wochenstart. Ob der Dienstag dann diese Chancen auch weiter fortführt, dazu mehr in der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call. Morgen früh, Mittwoch, wie immer vor Handelsbeginn. Schönen Dienstag und machen Sie es gut.